So, meine lieben Leute, da sind wir auch mal wieder bei einer weiteren illustren Runde Octodad mit mir, Lunetschki, jawoll. Wir waren letztes Mal im World of Kelp hängen geblieben. Im wahrsten Sinne des Wortes haben wir uns ordentlich verhaddelt. Und ich hoffe mal, dass ich jetzt dieses Mal etwas eleganter durch den Tag komme. Ich werde auf jeden Fall erstmal meinen Timer schon mal stellen, damit wir auch nicht überziehen, aber auch nicht zu kurz machen. Okay, Gott sei Dank sind wir erstmal hier, genau. Den Arm erstmal bewegen. Das ist der rechte, das ist der linke. Okay, geht nur mit einem. Jawohl. Das linke Bein, das rechte Bein. Okay, wir gehen mal weiter dahin, wo unser Kind hin war. Und zwar irgendwie da runter. Komm schon, Kleiner. Gut, ich müsste eigentlich da durch, oder? Jawohl. Und hui! Das ist spaßig. So noch rutschen würde ich auch gerne mal wieder rutschen, aber leider bin ich zu groß geworden dafür. Okay, wo sind wir denn jetzt? Grab the Otter. Dann grab ich mal den Otter, wa? Ah, okay. Ups. Okay. Wow. Das ist gar nicht so einfach. Okay. Wie viele müssen wir blocken? Genug? Einfach nur? Hui. Oh, fuck. Nein. Ich krieg's nicht hin. Wow. Oh, es war aber noch ganz knapp. Jawohl. Das war knapp. Okay, gucken wir uns mal hier in Ruhe um. Erstmal. Hier sind eine Menge Otters und vor allem ist da eine... Aha, Krawatte. Na, weg mit dir, du Arsch. Gib mal die Krawatte, bitte. Hallo, ich möchte gern Le Krawatte. Jawoll, 1 von 3 in diesem Raum. Ich habe mal gehört, dass man sich die Krawatten antackern kann. Nur wie mache ich das am besten? Extras. Ties. Ah, Wedding Bells Classic Red. Octodad's Favorite. Home Sweet Home Flower Print. Would you like to wear this tie? Yes. Ich weiß jetzt nicht, wie das aussieht. Ah, okay. Gut, dann können wir uns das mal ein bisschen besser genauer angucken. Ich glaube, wenn ich ein bisschen näher an die Cam gehe. Bisschen an die Kamera, genau. Oh, mon chérie. So. Dann könnten wir es vielleicht auch mal sehen, wenn er sich mal umdrehen würde, der Arsch. Junge, dreh dich mal um. Ich möchte meine neuesten Kreationen präsentuarieren. So, jawohl. Gucken wir uns jetzt mal in Ruhe die... Kannst du dich mal ein bisschen besser drehen? Junge? Okto? 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 Andere Richtung. Andere Richtung. Das ist... Jawohl. Haben wir es doch. Sehr schön. Okay, das sieht nicht so gut aus. Ich suche mir mal in der Zeit ein hübsches Teil raus. Mal gucken, was es noch so gibt. Das Sports-Ding. Wenn man die sich mal im Menü vorher angucken könnte. Aha, okay. Ist jetzt nicht so der geile Scheiß. Extras. Teils. Toasty Meat. Tasty Meat. Ich bin vielleicht auch doof. So eine Fleisch... Fleischkrawatte ist auch geil. Oh, eine Fleischkrawatte. Das klingt wie so ein Doppelchen. Ich habe eine Fleischkrawatte. Green Paisley. War das die ich Ewigkeit gesucht habe? Die sieht doch gar nicht mal so schlecht aus. Aber ich glaube, ich nehme die Fleischkrawatte. Sunrise haben wir, glaube ich, beim letzten Mal aufgesammelt. Oh ja, das war anstrengend, ey, Leute. Ich sag's euch. So. Ansonsten haben wir noch... Die Amazing Arcade. Fish Pattern, Heart Pattern. Oh ja. Gut. Die kann man auf jeden Fall freispielen. Gucken wir uns erstmal das Ding an. Nee. Ich nehme die Fleischkrawatte. Ich weiß nicht warum. Die sieht zwar extrem beschissen aus. Aber komm, das Doppelkinn, das muss sein. Octodad mit dem Doppelkinn. Kann man irgendwie ein bisschen. Oh, huch. Ich hab da was du gehört. Hier, nimm. Mal gucken. Was erwartet uns denn hier drin? Eieieiei, das könnte in der Tat aufregend werden. Müssen wir jetzt da hoch oder was? Get to the top. Get to the chopper. Huch, da war ganz kurz ein Laderuckler. Ich glaube, wir gehen einfach hier hoch. Ist am einfachsten. Hey, Digga, geh mal aus dem Weg. Digga. Diggi. Ich hau dir einfach eine rein. Was hältst du davon? Uah, und ausholen und von ins Gesicht schlagen. Ich komme wieder, pass mal auf, mein Fräulein. Ich nehme dieses Ding hier mit und ziehe das einfach über die Rübe. Was hältst du denn davon? Ach, komm hoch, Octodad, lass dich nicht verhaddeln. Und zieh einfach eine über den Kopf. Aua, der haut ja zurück. Nur dann lass ich es lieber bleiben. Kannst du das bitte liegen lassen? Dankeschön. Okay, dann müssen wir wohl über den Kinderaufgang nach oben. Oder vielleicht, guck mal, Moment, warte mal. Kann man das benutzen? Nee, okay. Ich dachte, ich könnte es vielleicht aktivieren. Alter, geh mir aus dem Weg.
Hier muss doch irgendwo einen Geheimgang geben. Irgendwas muss hier doch sein. Ich finde euch. Na. Nee, okay. Hier ist geheim. Okay, dann muss ich dann. Dann halt nicht. Dann muss ich den offiziellen Weg lang gehen. Über diesen Steinweg. Fahrt nach oben. Das könnte anstrengend werden mit der Steuerung von Octodad. Aber das ist ja die Herausforderung. Oh, jetzt werde ich auch noch beworfen. Du Arschbacke, hör auf mich zu bewerfen. Was ist das denn hier? Kann ich dran ziehen? Hui, kann ich mich festhalten? Ach du Scheiße. Na, Gott sei Dank habe ich mich festgehalten. Das wäre sonst extrem böse ausgegangen. Ach du Kacke. Aua, hey Junge. Lass das mal bleiben, nicht? Lass du das mal bleiben? Oder was? Lass mal los, Octodad. Alter, es wird doch nichts. Mit mir. Mit mir wird das doch nichts. Wie er da liegt. Lall, lall, lall. Ich häng fest. Wie er guckt. Oh, eine Krawatte. Moin, hätte ich fast übersehen. Dude. Alter, Oktopus-Krawatte. Das ist ja süß. Süß, sah so schmamsch. Nein, das wird hier nichts. Aber ich habe immer die Krawatte. Und ich muss mal sagen, ich werde mich hier irgendwie... Oh Gott, wie soll man denn da hochkommen? Jetzt funktioniert natürlich das Lüftungsteil wieder. Ach, guck mal. Ui! Und. Okay, ich verstehe. Okay. Ne, eigentlich auch nicht. Aber egal. Boing! Boing! Da komm schon. Ah, oh, fuck. Das ist echt schwerer, als man denkt. Wie soll man denn da hochkommen? Ui! Ui! Okay. Wir haben es geschafft. Mehr oder weniger. Hoch mit dem Fuß. Oh, bewirf mich hier nicht, du Arschbacke! Wow! Wow, fuck, nein, 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 nicht da runterfallen. Oh, zack. Oh, fuck, ich fall wieder runter, Mann. Das ist ja gemein. Hör mal auf. Nein, 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 nicht darauf. Hör auf, Octodad. Hör auf, hier so rumzuschlabbern. Schlawenzel, Schlawenzel. Jawohl. Ah, der andere Bein, Digga. Wow, was war das denn? Das war ja irgendwie nicht ganz so richtig. Okay. Ich glaube, jetzt wird es Zeit, sich hier festzuhalten und runterfallen zu lassen. Na komm, Fuß. Hui. Hui. oh Gott, wie soll man denn... Ach du Scheiße, aha. Das soll funktionieren? Ich glaube es auch. Und, jawohl, irgendwie jetzt... Na, oder auch nicht. Ich rutsch mal. Muss ich jetzt wieder... Jetzt wird doch nichts mit mir. Huch. Hui. Hui. Ach du Scheiße. Ach, ich muss irgendwie durch die Mitte. Durch das Loch. Get to the top. Jawohl, bleib stehen. Fräulein, ich komme. Ich komme in Frieden. Wie gruselig das aussieht. Das Tentakelmonster aus den Untiefen. Nein. Wow, das wäre fast schief gegangen. Alter, ist das anstrengend hier, Leute. Ich sag's euch. Hui. Flumbel. Das ist witzig. Jawohl. Free Heads! Ich nehme natürlich mal wieder ein. Das ist scheiße. Aber so eine Krone. Nein, halt. Eine Brille wäre geil. Kann ich die nehmen? Und? Setz auf. Octodad, setz auf. Jawohl. Oh, und jetzt noch ein Hut. Oh, ich bin so sexy, Leute. Ich bin so ultra sexy. Moment, ich lasse das von vorne sehen. Oh, guckt euch das an. Ist das sexy oder ist das geil? Was ist das denn? Noch ein Shirt? Kann man das anziehen? Nö. Aber diesen komischen Armreif da, oder? Ach nein, das gehört dazu. Okay. Hi, sexy lady. Lassen Sie mich bitte durch. Mein Tentakel steckt da in Ihrem Schritt fest. Es tut mir leid, aber ich werde jetzt gehen müssen. Moin, mein Kleiner. Das war ein aufregender Tag, Leute. Mensch, das hat Spaß gemacht. Na, was sind Kerbs nochmal? Ich habe es immer noch nicht erfahren. Vielleicht hat es irgendjemand in die Kommentare geschrieben. Ich habe noch nicht nachgeguckt, muss ich ehrlich gesagt gestehen. Es tut mir leid. Ich bin etwas nachsichtig geworden. Und faul. Und blöd. Jawohl. Was passiert jetzt? Jetzt müssen wir da hoch irgendwie. Oder was? Employees only. Meet Scarlett und the Tanks. Dann hole ich mal Scarlett. Ich weiß mal den Mülleimer um. Ist da was Geiles drin? Ja, Müll. Wie geil ist das denn? Müll ist im Mülleimer. Eine Revolution hat sich aufgetan. Eine Revolution vor allem. Eine Evolution. So, gehen wir mal hier rein. Wie kam sie, wie auch immer sie da hochkam. Durch den Employee-Gang. Eigentlich sollte sie hier nicht rein dürfen. Oder sollte sie zumindest nicht hin. Gehört hier nicht durch.
Sie ist durch. Ich bin durch. Ich glaube, ich bin heute echt durch. Warum habe ich meine Kopfbedeckung nicht mehr? Dies ist schade, aber da ist ein... Da ist etwas im Schrank, das ich mir jetzt genehmigen werde. Und zwar eine Krawatte. Sehr schön. Ja, eine von drei, aber die ist voll pottenhässlich. Wer zieht denn sowas an? Die Fleischkrawatte ist schon die geilste, die es gibt. Definitiv. Definitiv. Mal gucken, was hier noch so drin ist. Vielleicht habe ich ja hier auch noch Krawatten. Nö. Das wäre zwar sehr blöd gemacht, sehr billig, aber es gibt bestimmt Leute, die denken, wo eine ist, ist keine mehr. Und ich schau lieber nach. Hey, Scarlett. Na, hübsche. You fell into my trap. Wie schlecht. Oh je, oh nein. Nowhere to run this time. Now, tell me, Octopus. What are you plotting? How many others are there? Why is everybody fish? It doesn't matter. Go back where you belong! Goodbye, Octopus! I'll tell your family the bad news. Oh je, oh je, oh je. Oh, Haie! Glaube ich. Voll süß! Er ist ja wirklich nur. Er besteht ja wirklich nur aus Tentakeln. Wie auffällig. Dass das seine Frau nie bemerkt hat? Wie haben sie denn die Kinder gemacht? Immer mit Klamotten oder was? Wenn er mal duschen geht. Oh, was ist denn jetzt los? Get inside, undetected. Okay, das wird jetzt natürlich. You know him. Probably taking a shower. Komm mal mit. Kiste. Wir gehen jetzt über dich. Nach oben, nach drüber hinweg. Ach fuck. Ich werd angerufen. Oh nein! Oh no is! Moment, Leute, kurzen Augenblick, ich pausiere mal schnell. So, wieder zurück. Jawohl, wir starten weiter. Ich habe noch ein paar Minuten übrig und werde hier versuchen, auf dem Schiff natürlich das Ganze dann zu manövrieren. Jetzt habe ich die Kiste verloren. Ich bin nicht da, ich bin nicht da. Nein, 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 du hast mich nicht gesehen. Wie schlecht. Ich könnte ein Holzpaddel schmeißen. Und Aldi... Hopp! Okay, das war's wohl nicht. Aldi, hopp! Ich lenke dich mal ab, du Arschbacke. Kann man die irgendwie ablenken? Das wäre sehr cool. Nö. Okay, dann weiß ich Bescheid. Das heißt, ich muss mir wirklich die Kiste jetzt holen. Bleibst du wohl mal stehen, Kiste? Kiste, du bist die Größte. Kiste, du bist die Schönste. Den Eimer will ich nicht für die Kiste, genau. Ist natürlich ein bisschen extrem dusselige KI, aber nichtsdestotrotz... Sie ist ja auch nur Mittel zum Zweck. Oh, dass diese Kiste hier rumschlawenzelt, das macht mir echt gar keinen Spaß. Kann die nicht mal ein bisschen schwerer sein? Kiste, ey, hör doch mal auf! Blödes Mistding. Ich raste gleich richtig aus. Bin ich hier... Warum will die Kiste denn immer hier rüber, Mann? Nein, ich möchte bitte unerkannt bleiben. Dankeschön. So. So. Kiste. Mann! Ich krieg grad einen richtigen Hass, Leute. Einen richtig beschissenen Dreckshass. Diese doofe Physik, die hier erstellt wurde. So, jetzt lass mich doch mal bitte darüber. Dankeschön. Fuck. 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 Tot. Tot. Allen Widersachern. Jawohl. Ach, man kann sich hier am Rand auch festhalten. Na, das ist geil. Das war aber jetzt extrem knapp, oder? Dankeschön, Kiste. Du kommst wieder mit. Ich brauch dich jetzt, mein kleiner Freund, die Kiste. Oder auch nicht. So. Geh ich halt hier hoch. So. Die normale Leiter. Einmal den Fuß umdrehen, bitte. Dankeschön. Irgendwie will das nicht so, wie ich es will. Mir juckt der Kopf übrigens ganz doll. Ich werde ihn mal kratzen. Ja, hab ich jetzt. So. Na, komm. Kiste, bleib doch mal stehen. Du rutschst mir zu doll. Ach, fick dich. Sorry, Leute. Das war jetzt, eigentlich so nicht gewollt. Das, war jetzt aus meiner Sicht natürlich mega fail. Aber immerhin kann ich hier wieder ganz normal... Okay, jetzt muss ich hier lang. Aha, okay, ich verstehe. Oh, das ist nicht gut. Bleib, 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 bleib oben. Nein, das war der falsche Fuß. Okay. Ja, 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 ja.
Ich komme nicht irgendwie lang. Ihr entdeckt mich nicht. Ihr seht mich nicht. Lalalalalala. Ihr seht mich nicht. Ihr seht mich nicht. Nein, ihr seht mich nicht. Das war knapp. Okay, hier geht's nicht weiter. Komm ich hier vielleicht außen weiter? Ja, okay. Ich... Da liegt der Krawatte. Momentchen, Fräulein. Die hole ich mir jetzt. Den Fuß da rum. Und dann irgendwie so. Fuß? Fuß. Fuß. Fuß, komm nochmal. So, vielleicht so rum. So. Kommt man da überhaupt dagegen? Ich glaube nicht, oder? Nee. Ich versuche mich mal ganz vorsichtig hier aufzustellen. Ganz vorsichtig. So, genau. Jetzt komme ich hier lang. Komme ich hier überhaupt rum? Nee. Vielleicht oben rüber. Und, Ja, so muss das aussehen, Leute. Nee, okay, an die Krawatte komme ich wahrscheinlich nicht ran. Ist ja denn, ich gehe irgendwie außen lang. Versuche mich erstmal ganz vorsichtig hier oben lang zu tasten. Ich erkenne immer nicht, welcher ist der Fuß von den Tentakeln hier. So. Das geht, das geht, das geht, das geht. Das war knapp. Ich gehe mal unten lang. Ganz vorsichtig. Huch, mein Fräulein. Du siehst mich nicht, du siehst mich nicht. Tralalalalala, ich komme da drauf. Oh, da ist der Assi da oben. Das ist der Assi-Ton. Oh, bist du mir ein Oktopus? Ja, ja. Dann smell mal, du Smörmel. Kriegen wir hin. Und? Fuß. Ja, danke schön. Fuß, Fuß. Ah. Wie soll ich denn da... Die sehen mich. Die sehen mich extrem. Aufs Übelste, komme ich da rüber? Ich würde da gern rüber. Damit ich mir den Dings holen kann. Alle hopp, hopsassa, hopsassa, hopsassa. Back dich hoch, mein Fräulein. Häng fest. Genau, ich back mich jetzt nach und nach hoch. Irgendwie so. Oder auch nicht. Oder so. Ja, das ist gut. Das ist genial. Das ist genial, Leute. Das ist das Geheimnis. Das Geheimnis eines Sommers. Glitsch dich hoch, du geile Sau. Komm. Höher? Geht das höher? Und das auch Fuß. Jetzt. Ach, scheiß drauf. Ganz ehrlich. Kack drauf. Ich geh da jetzt rein. Ich geh da jetzt rein. Oder auch nicht. Ah, vielleicht komme ich hier. Ah, natürlich. Ich würde vielleicht hier hochkommen. Wenn ich hochkäme. Versuchen wir es mal irgendwie an der Tür. It's an Octopus. It's an Octopus. Er hat mich direkt erkannt. Okay, ich geh erstmal da rein. Vielleicht kann ich mich ja irgendwie verkleiden. Alter Schwede. Acquire a suitable disguise. Okay, hier ist nichts. Ich muss irgendwas erkennen, irgendwas finden. Da ist auch nichts. Vielleicht im letzten. Alter, geh doch mal zu. Mann, das ist voll schwummelig hier. Huli, huli, huli. So, und die Tür zumachen, bitte. Die Tür zumachen. Ich gehe mal näher ran. Zu. Die geht mal wieder auf. Die will mich nicht. Die will nicht zugehen. Ich will die andere Tür, Mann. Jawohl. Kann ich da jetzt ran? Dankeschön. Oh, das ist gerade richtig friemelig, Leute. Ich erkenne. Wie keiner einfach mich erkennt. Ja, ja, ich mach das schon. Ich mach das schon, liebe Leute. Get to the wheel. Dass das auch keiner mitkriegt, ne? Das ist auch ganz unauffällig. Jawohl. Alter, jetzt lass mich durch die Tür. Du Kacke. Da kommt man gar nicht rauf, oder? Gerne. Und schnell greifen! Oh! Momentchen, das schaffe ich. Ach, jetzt muss ich hier wieder. Get inside, undetected. Hallo, Schwubbeldiwab. Jetzt geh rein, komm. Jawohl, danke schön. Warum liegen hier eigentlich so viele Bananen? Ist der eigentliche Captain ein Schimpanse vielleicht? Ich sehe doch richtig schön sexy aus. Ja, ja, ist ja gut, ist ja gut, ist ja gut, ist ja gut.
glad to see you out of the shower. Can you get to the helm and get us out of this storm? Lass doch mal meinen Fuß in Ruhe! Du stehst auf meinem Bein, du Assi! Hier liegen überall Bananenschalen. Schalen. Scheiben vor allem, ja. Bananenscheiben. Kann ich da mal ran? Da ist nämlich irgendwas drin. Noch mehr Bananen. Auch schön. Man rutscht hier nur permanent aus. Ach, dann lasse ich die Krawatte da unten. Ganz ehrlich, ich lasse die jetzt aber mal. Ist zwar schade drum, ich würde die gerne nehmen, aber... Das geht halt nicht. So, dann gehen wir mal schnell. Hinten lang. Alter. Habe ich noch eine Banane in der Hand? Ich will die nicht. Dankeschön. Heiße Möllen Octopus. Ah, vielleicht kann ich ja... Wenn ich die staple... Das ist eine gar nicht mal so schlechte Idee von mir. Lune, manchmal bist du gar nicht so doof. Nur die Steuerung ist ein bisschen... Oh, genau. Ich glaube, nee, okay, das geht nicht. Kann ich knicken. Komme nicht weiter durch. Hallo, durch. Verhack dich doch nicht permanent an jeder kleinen Ritze. Das ist das Einzige, was mich bei Octopus ein bisschen stört. Durch diese schwabbelige Steuerung verhakt man sich wirklich an den kleinsten Ecken und kommt dann deswegen nicht mehr weiter. Wegen der Scheiße. Oh, nein! Immerhin bin ich jetzt hier. Get to the wheel. Komm, das mache ich jetzt noch. Das Steuern will ich jetzt noch in diesem Part machen. Das wäre ja sonst langweilig, wenn ich nach allen paar Minuten unterbrechen würde. Oh, Mann. So, und hoch. Jawohl. Lassen Sie mich durch. Ich bin ein Oktopus. Huch. Ja, das sieht alles schön aus. Braucht man aber... Aha, geht's hier raus? Aha! Ja, ich bin jigglier als normal. Gewohnt. Können wir sie uns ja doch holen. Mit einem Anker dran, sehr schön. Ein schönes Motiv, nicht wahr, liebe Leute? So, dann müssen wir aber die Schiffs-Engine starten. Die Schiff-Engine. Komm schon. Flupp. Die wupp, die wupp, die wupp. La da 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 da. Lassen Sie mich durch. Ich bin ein Arzt. I heard he's a real piece of work. I asked him for seconds and he threw a pineapple at me. Und jetzt das Ding auch noch? I asked him for pineapples and he kicked me in the stomach. Jawohl, dann haben wir mal ein Schiff. Oh nein! Wer ist die Frau? Das ist Scarlett. Wow, ich kann das Schiff ja wirklich steuern. Ahaha! Wie cool! Ich muss ein bisschen rumschlenkern, dass ich halt Scarlett erreiche. Oder so. Ich mach hier alles kaputt, ey. Und schnell nach links. Und nach rechts. Jawohl! Einmal rüber, bitte. So. Das ist aber auch... Na gut, egal. Ich find's witzig. So, macht echt Laune, das Ding herumzuschlabbern. Aber wir haben jetzt hier den einen Gang zerstört. Das heißt, wir können jetzt nach vorne zu Scarletta Johansson. Die Gute. Moin, Scarlett, was machst denn du hier? The captain. I'm sorry for stowing away. Please don't throw me overboard. Really? Well, now we're both in trouble. Was? Who are you then? Sie versteht ihn? Aren't we a pair? Say. I've got you now, Octopus! That's Chef! He's been watching for stowaways the whole voyage. We better hide. Is the Octopus? Okay, wir müssen irgendwie ausweichen. Sneaken, okay. Okay, wir haben es geschafft. Das ist jetzt nicht so schwer gewesen. Der bewirft mich ja mit Messern. Who are you? Stowaway? Wait, before you kick me off, can I ask you some questions about... Okay, den kriegen wir runter. Alter, so. Boah, aber der Chef noch immer überall auftaucht. Der ist ja überall und der ist ja, also, oder die Waffe, du. Auf Wiedersehen, mein kleiner Freund. Curse you, Octopus! Ich mag seine Stimme. I will find you! I will always find you! That was a close one. I hope that man is okay.
Alright, alright. So what about you, Mystery Man? Who are you? Sag mal. Someday I'll get an answer out of you. In the meantime, would you care for a dance? Oh, so romantisch. Wie er abgeht, ey. Oh. Ich will mal die Sachen durch den Körper glitschen. So herzzerreißend schön. Oh, hat er sich das nur vorgestellt oder was? Oder haben sie... Ach, die haben sich so kennengelernt, glaube ich. Die haben sich so kennengelernt, die beiden. Und jetzt bin ich hier und fliege ich hier vor mich hin oder was? Ja, Leute. Aber das war's an der Stelle erstmal. Shark Naked NA. Ja, nicht. Dann müssen wir mal hier ein bisschen gucken oder was. Auf jeden Fall hat es mir gefallen, die kleine Vorgeschichte zum Octodad nochmal nachzuspielen. Und wir sehen uns dann... bei einer weiteren illustren Runde Octodad mit mir, Lunetschki. Auf dann, auf bald, auf Wiedersehen. Tschüssikowski. Blablabla. Bla, 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 bla.